Ja, ganz blöd, dass natürlich jetzt hier die Musik von Gladbach da reingekommen ist. Im neutralen Stadion in Berlin. Passt natürlich nicht ganz, ist aber eigentlich auch egal. Ihr seht's, ich habe doch noch irgendwie hinbekommen, dass wir diese schönen neuen weißen roten Trikots mal sehen können. Werner, klasse Aktion, links Papa. Gladbach in grün. Klären die erste Situation. Schlägt den einfach mal nach vorne. Das war nicht schlecht gemacht. Raphael auf den gefährlichen Holländer vorne. Auf Luc de Jong. Es geht aber wieder in die Richtung von Christopher Heimeroth, dem Ersatztorwart von Gladbach. Vielleicht heute die Schwachstelle. Oh, das ist ganz schlecht gemacht von Sama. Das ist ganz schlecht gemacht von Sama. Gladbach nimmt das Geschenk nicht an. Katastrophenfehler. Das wäre fast teuer geworden. 7 Minuten, beinahe wirklich hier schon die Führung für die grün gekleideten. Man kann ja nicht sagen Gastgeber, wir sind ja alle Gast hier. Aber sie sind nominell auf der Anzeigetafel hier die Nummer 1. Das ist ja teilweise gar nicht mal so unwichtig. Auch habe ich damals schon im Champions League Finale schon gehört, dass da ein Bohai gemacht wurde um diesen Platz, dass man eben vorne steht und eben dann auch die Wahl hat. Welches Trikot nehmen wir denn? Welches ziehen wir denn an? In dem Fall habe ich das heute mal außer Kraft gesetzt, indem ich uns in unser rotes Heimtrikot gesteckt habe. Ich hätte vielleicht anders machen sollen, weil das blaue ist so ein Glückstrikot. Da haben wir, glaube ich, noch nicht verloren im 3D-Spiel mit dem Ding. Wir haben bis jetzt ja auch nur in dem Trikot gespielt. Zumindest was Liga 2 und 1 angeht. 3 weiß ich gar nicht. Ja, was kann man zum Spiel sagen? Es ist noch abtasten. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Hermann ist anscheinend noch ein bisschen benebelt vom Abend vorher. Anders kann ich mir den Ball ja nicht erklären. Tja, knappe 20 Minuten vorbei. Wir haben noch nicht wirklich viel nach vorne gezeigt. Eine Riesenchance für Gladbach. Jetzt mal mit dem Ball lang nach vorne. Gladbach steht recht offen. Recht hoch. Und vielleicht können wir das ausnutzen mit den schnellen Spielern. Das ist recht optimistisch. Es hätte aber fast hingekommen. Weil der Ball, der bremste. Der hat im Drall nach hinten. Den hätte Raphael fast bekommen. Paulsen nach vorne. Werner ist schnell. Brauer ist langsam, aber trotzdem kann der Holländer sich hier durchsetzen. Hat natürlich eine wahnsinnig hohe Erfahrung. Das war kein Foul von Xhaka. Das ist wieder Werner. Werner ist durch und da spielt er ab. Der hätte einfach durchgehen können. Wir bekommen die zweite Chance. Jordan. Jopek. In die Mitte. Ist abseits wahrscheinlich, ja. Ich hab's vermutet. Das wäre zu schön gewesen. Das war aber riskant. Wahnsinnig riskant, weil der Gladbacher hinten das fast aufgehoben hätte. Der unten noch im Zweikampf war. Heimeroth. Paulsen, kann er sich behaupten? Ja, gegen Kruse macht er klasse. Werner, der spielt komplett woanders hin, wo ich dachte. Nach hinten auf Lang. Lang setzt schön nach, bekommt ihn aber nicht. Xhaka, Werner. Recht passiv in der Situation. Engelke, wieder nach vorne. Na, das sieht jetzt nicht unbedingt gewollt aus. Geordnetes Kurzpassspiel, sieht anders aus. Jetzt vielleicht mal. Jetzt rücken sie alle nach. Ist wieder abseits. Da hat man es gerade schön sehen können. Taktisch sehr, sehr gut ausgeführt, das ganze Ding. Kurz bevor der Pass gespielt wurde, hätte noch alles gepasst. Und dann im entscheidenden Moment rücken die raus. De Jong lang nach vorne. Und jetzt ist auch abseits. Der Raphael ist fast gefährlicher als De Jong, habe ich das Gefühl. Die spielen so ein bisschen mit vertauschten Rollen. Der Raphael vorne versucht wirklich im Stil eines Stürmers da die Bälle im Strafraum zu erwischen. Und De Jong holt sich hinten die Bälle. Das ist doch abseits, Mensch. Das kannst du keinem erzählen. Dann pfeift doch früher, du Pflaume. Dass der hier nicht 500 Meter noch laufen muss. Das könnte uns so ein bisschen die Karten durcheinander würfeln, wenn die das so spielen. Da ist nämlich wieder De Jong. Ihr seht es. Vorne ist Raphael. Das hat Jopek super gemacht. Links raus. Klasse von Werner. Jetzt muss er mitgehen. Jetzt muss er sich anbieten. Ah, ich wollte schon sagen, gutes Ding von Papa. Aber der war ein wenig zu lasch. Der Abwehrspieler den Ball recht einfach kontrollieren können. Langes Ding wieder nach vorne und das ist ja nicht normal. Ich habe es ja vorhin noch versucht, in Worte zu fassen, aber das kann natürlich so nicht sein. Der nimmt den Volley. Das Ding ist eine gefühlte Stunde unterwegs. Das hätten wir verhindern müssen. Gladbach, die eigentlich nicht in Form sind. Wir gehen quasi hier als Favorit rein. Oder sind. Jetzt sind wir es nicht mehr. Wichtiger Zeitpunkt für Gladbach. Kurz vor der Pause.
Jung, super gemacht. Langes Ding, das kann kein Abseits sein. Jopek vertändelt das Ding und wird jetzt gelegt. War das vor der Linie oder hinter der Linie? Ja, führt sich das ein bisschen auf wie so ein Hahn in China beim Hahnenkampf. Wir haben die Möglichkeit. Matuschka mit dem Elfer und er macht den Ausgleich. Ob das jetzt verdient ist oder nicht, überlasse ich jedem selbst. Ich würde es ganz klar verneinen. Elfmeter kurz vor der Pause. Was eine dumme Aktion aber auch von Gladbach. Das war ein klasse Pass. Vorne auf Jopek. Darf so nochmal auch nicht durchkommen, aber ich zweifle daran, ob der den gemacht hätte. Es ist nämlich kein Stürmer. Ob er so eiskalt gewesen wäre gegen Heimeroth, ist jetzt auch nicht der Übertorwart, aber die Situation, die Nerven, die Zuschauer, die Anspannung, das Wissen um die Situation. Wir können das gewinnen, habe ich gesagt. Jetzt auf keinen Fall nachlassen, Leute. Ich konnte ja leider nicht mehr wichtigstes Spiel machen, das hatte ich ja schon gegen Bayern in die Waagschale geworfen. Aber ist auch, glaube ich, nicht nötig, weil wir haben gezeigt, dass wir immer zurückkommen können. Haben wir jetzt ja auch gesehen. Ist zwar relativ glücklich jetzt durch den Elfmeter. Aber meine Güte, hat ihm ja keiner gesagt, der soll da reingehen wie so ein Holzhacker. Von daher alles okay. Wir müssen hinten sicher stehen und das nach vorne besser machen. Kimmich. Weil teilweise ging mir das einfach zu schnell nach vorne. Und zu planlos. Werner. Wir können nachsetzen, holen uns den Ball aber nicht. Und jetzt haben wir die wieder eingeladen. Jetzt die Rollen, wie man sie eigentlich kennt. Raphael auf Luc de Jong. Der geht allerdings ins Aus. Auch sehr schön geworden, diese Heimtrikots von uns. Also eine gute Stimmung haben wir hier. Jopek rettet es noch vor der Ecke. Beziehungsweise vor der Außenlinie, ist ja keine Ecke. Langes Ding. Adressat Matuschka schüttelt da wahrscheinlich mit dem Kopf. Wie soll ich denn da hinkommen? So, hin, Leute. Fordert den mal ein bisschen. Das ist schon wieder so ein Ball nach vorne. Diesmal hat Sama aufgepasst. Also beide Mannschaften immer sehr, sehr nah am Existenzminimum. Da kann wirklich ein Ball entscheidend sein. Werner, Timo Werner nochmal zurück. Jopek versucht es jetzt. Werner geht zurück. Matuschka. Ja, das ist zu wenig. Das ist deutlich zu wenig für einen Foul. Das haben wir zu umständlich gespielt. Wieder so ein langes Ding. Wieder so ein langes Ding auf De Jong. Flankt den jetzt rein. Da ist in der Mitte eigentlich keiner. Raphael gegen Sama. Also sicher sieht anders aus. Taktisch gesehen ist es momentan nicht gut, was wir machen. Wir stehen sehr hoch und verlieren die Bälle. Beides zusammen ist schlecht. Sama. Meine Herren, spielt er den da quer. Aber bei Gladbach ist auch nicht anders. Ihr seht ja auch, wie die das Ganze agieren. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis hier das nächste Tor fällt. Nur die Frage, wo? Raphael, der soll raus. Raphael gegen Sama, das ist ein Foul. Habe ich jetzt ganz ehrlich nicht so gesehen. Gibt den gefährlichen Freistoß. Jetzt haben die natürlich Raphael rausgetan. Lapa drin. Aber nicht abschreiben, der Freistoß wird gefährlich. Gott sei Dank Außennetz. Gott sei Dank Außennetz. Ich hatte nur drauf gewartet, bis wir hier wieder die Musik von Gladbach hören. Dieses unsägliche Döp-Döp. Oh, das ist böse von Matuschka. Das hätte er pfeifen müssen. Weil er ist so sozial und lässt den Ball liegen für Gladbach. Nee, ich denke mal, ich gehe jetzt mal rein. Wir haben jetzt Abstoß. Das gefällt mir taktisch nicht wirklich. Mit der Absatzfalle. Das ist ein bisschen dumm, das Ganze. Wir gehen ein bisschen zurück. Dafür werden wir hier ein bisschen früher angreifen. Und das Ganze auf Konter legen. Gehe auch ein bisschen höher vom Einsatz. 96%. Das hier. Ja, ich will nicht, dass sie so lang. Ich will nicht, dass sie so lang die Dinger immer spielen. Da müsste ich das hier ein bisschen zurückschrauben, ne? 30%. Teamvergleich. Von wegen Manndeckung. Ne, ist alles noch normal. Lapa. Torrichter 73. Er hat ein bisschen abgebaut. Hat eine 69. Normalerweise, Talent gesehen, Entwicklung, normal gesehen, hätte der mindestens 10 Punkte mehr haben müssen. 79. Hätte ich ihm schon zugetraut, aber ist nicht so. Ist nicht so. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Mit der veränderten Taktik. Ob wir jetzt immer noch so offensiv hinten stehen. Oder vorne. Beides zusammen. Lapa. Ganz schwach. Ganz schwach. Da kannst du keinen Hund vom Ofen hervorlocken mit so einem Ball. Ist aber trotzdem immer noch gefährlich, weil das in der Position ist, wo du unter Druck geraten kannst.
als Einwerfender. Haben wir aber sehr gut gelöst. Paulsen. Jetzt nicht wieder da reinrennen in den Brand. War nicht Brand. Wer ist denn das gewesen? Brand ist bei uns. Sein, es gibt zwei davon. Gutes langes Ding nach vorne. Brauers. Im letzten Moment mit seiner ganzen Erfahrung. Ich könnte mal was tauschen, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wo. Es ist mir schon wichtig, dass hier auch die Mannschaft zusammenspielt. Oh, böses Foul. Jetzt pfeift das doch noch weg. Dachte eigentlich, das wäre erledigt. Nordweit. Der defensive Mann mit dem Foul hier. Klappbach wechselt aus. Dominguez kommt rein für Brauers. Ist nicht unbedingt eine Verschlechterung. Papa. Ich glaube, ich bringe Jakobsen. Im 3D-Spiel. Mal gucken, was der ausrichten kann. Ich glaube, das kann man ruhig mal probieren. Ansonsten, glaube ich, werde ich erstmal nichts machen. Werde ich erstmal nichts machen. Wir haben auch nicht die Möglichkeit. Jung, Form von 9, Sire eventuell hinten für Sama. Aber der steht zumindest, stand besser da als Engelke. Von der Note her. Ich lasse es mal. Vielleicht brauchen wir die Elfmeter nochmal. Matuschka, gutes Ding nach vorne. Und wehe, Leute, wehe, da kommt einer mit dem Schädel dran. Dann wird es nämlich ganz gefährlich für den Heimerot. Müssten da öfters mal draufschießen. Ich meine, der kann ja eigentlich die Sicherheit nicht haben. Gut, der spielt jetzt schon ein paar Wochen nach dieser Verletzung, die ja der Cassio hatte. Da kommt der De Jong hin. Wir müssen gucken. Mlapa ist ein super Kopfballspieler. Kommt in die Mitte. Und das ist wahnsinnig unkonventionell, wie der den reinmacht. Dann haben wir außen wieder nicht aufgepasst. Die sehen da alle nicht gut aus. Der Engelke geht nach vorne. Komischerweise, warum, weiß kein Mensch. Den hätte er gehabt. Jakobsen für Papa. Und jetzt, 84 Minuten, muss ich jetzt was machen. Müssen wir jetzt was machen hier. Kimmich wird jetzt rausgehen. Dafür kommt Jochen Salz rein. Ich glaube schon, er mit seinem Torriecher, dass er hier im 3D-Spiel optimal aufgehoben ist. Mal schauen, wie wir die hinstellen. Vielleicht ihn noch weiter nach innen ziehen. So, das wird jetzt recht offensiv. Den Sire noch für Sama. Aber eigentlich müsste ich Engelke rausschmeißen nach dem Fehler. Das war ja sein Bock. War sein Mann im Prinzip. Muss die Ecke einfach zumachen, dass der Ball da nicht durchkommt. Weil da ist er hergeflogen, nachdem er den Platz gemacht hat. So, die sind ja extra nicht weit vorne, die Außenverteidiger. Und trotzdem kommt diese Flanke durch. So, Abwehrspieler vor, bis zur Mittellinie. Genau das gleiche hier. Und ja gut, da müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Also die sollen jetzt alle vorgehen, der Matuschka, der soll auch vorne reinrennen. Alles vor, irgendwie. Jakobsen, weiß ich nicht, soll der auch vor. Alles vorne reinknubbeln. Also wir kreuzen quasi da vorne alles. Ich wollte den Salz haben. Ja, bekomme ich den Pfeil. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit. Es wird natürlich hier wieder umgestellt. 70%. Alles vor. Wir müssen jetzt riskant spielen. Hat keinen Sinn mehr. Wir müssen jetzt auch lang spielen. Von mir aus auf Rüherflanken. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, da kommen die Dinger vorne rein. Einsatz natürlich. 100%. Abstöße. Komplett lang. Ja, ohne Seite ist auch richtig. Oje, oje. Gibt es hier noch was? Harakiri in Berlin. Lange ist nicht mehr. 85. Paulsen. Wendt ist es. Ja, der nervt mich. Nicht Brandt. Den habe ich doch eben schon wieder gesehen. Oskar Wendt. Leute, wir müssen draufgehen. Irgendwie den Ball jetzt abfangen da vorne. Irgendwie, Leute. Kimmich, komm hinterher. Geh ins Aus, bitte. Ja, die Wechsel kommen. Unsere Wechsel und auch Borussia Mönchengladbach. Mann mit der 23 kommt hier in die Partie. Wir werden gleich sehen, wer das ist. Und eben unsere drei Wechsel. So, das sind zumindest schon mal zwei. Den anderen bekommen wir nicht mehr nachgeliefert. Ich habe auch keine Ahnung, wer für Gladbach jetzt im Spiel ist. Ich weiß nur, dass wir die Nachspielzeit schon haben. Leute, es handelt jetzt nichts mehr, wenn man hinten rumspielt. Und vor allem nützt es nichts, wenn man so Pässe spielt. Himmel, Arsch und Zwirn. Nee, das ist unnötig dann. Das ist echt unnötig. Und der pfeift auch schon ab. Nix, 3 Minuten Nachspielzeit. Das Ding haben wir verbummelt jetzt gegen Ende. Haben wir verbummelt. Sagt natürlich trotzdem, sie haben es verdient, Borussia Mönchengladbach, die sind zweimal in Führung gewesen. Wir hatten im Prinzip keine Möglichkeiten. Wir haben den Elfmeter bekommen, das hat das ganze Spiel aufgeschoben.
Und dann so spät in der 81. des Dinkers ist, ich hab's ja noch gesagt. Aber was willst du machen als Trainer? Du stehst nur hier, oder beziehungsweise ich sitze vorm Laptop. Ich sehe ganz genau, wo die Gefahr ist. Aber meine Spieler leider nicht. Und das ist das Entscheidende. 2-1, Borussia Mönchengladbach feiert den Pokalsieg. Ich glaube, der letzte Pokalsieg müsste 1995 gewesen sein. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, so geht's dir. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber ist eben kein Wunschkonzert. Wir kommen wieder. Wir nehmen das Positive mit und da gab es wahnsinnig viel. Wir spielen nächstes Jahr Champions League, müssen uns nicht qualifizieren. Und wir bekommen wahnsinnig viele neue Spieler, neue junge Spieler, die den Kader nochmal wirklich aufpushen werden. Und dann greifen wir wieder an. Jetzt erstmal der Nachbericht und daraus natürlich dann ein Teil des Saisonabschlusses. Bis gleich.